Ich befinde mich im Burggarten. Es hat heute über 30 Grad, aber eigentlich finde ich das ja ganz angenehm. So, heute sind die Lipizzaner in Wien. Das heißt, sie sind immer in Wien, aber sie sind heute im Burggarten. Und wir sehen uns das mal an. Sehr gut. Das hier ist übrigens das älteste Reiterdenkmal Wiens. Es zeigt Franz Stephan von Lothringen, den Mann von Kaiserin Maria Theresia. Die bleierne Statue wurde bereits 1781 von Balthasar Ferdinand Moll entworfen, fand aber erst im Jahr 1819 im Burggarten ihren finalen Platz. Ja, Pferdestatuen sind schön, aber ich zeig euch jetzt mal richtige Pferde. Okay, das ist eine Ente. Das ist eine Taube, spielende Kinder. Was machen die da? Interessant. Aber wo sind jetzt die Pferde? Ah, da kommen sie schon. Sehr schön. Was kannst du über die berühmten Lipizzaner sagen? Ist jetzt nicht besonders informativ, aber gut. Ein Teil des Sommerprogramms Piber meets Vienna besteht darin, dass die Lipizzaner mit ihren entzückenden Fohlen in den Burggarten dürfen. Ihr Zuhause haben diese anmutigen Schimmel in der Weststeiermark, im Gestüt Piber. Bei den Lipizzanern handelt es sich um die älteste Kulturpferderasse Europas, denn schon im Jahr 1580 wurde mit der Zucht der schneeweißen Huftiere begonnen. Pro Jahr erblicken etwa 40 übermütige und neugierige Fohlen das Licht der Welt. In ihren ersten Lebensjahren sind sie allerdings noch nachtschwarz, nussbraun oder mausgrau. Ihr strahlendes Weiß erhalten sie erst nach 5 bis 10 Jahren. Natürlich lauschen Kinder wie Erwachsene aufmerksam den Erklärungen des fachkundigen Pferdeaufsehers. Und damit man auch gleich etwas auf Facebook, Twitter und Instagram posten kann, werden klarerweise viele Fotos gemacht. Hey Sonny, wink doch mal deinen Freunden zu. Okay, genügt schon. Also, ihr erstes halbes Jahr verbringen die Fohlen an der Seite ihrer Mutter. Danach dürfen sie gewissermaßen Sommerurlaub auf einer hochgelegenen Alm machen, um ihre Gelenkigkeit und Kondition zu fördern. Aber schon bei diesen kleinen Rabauken kann man die Lust an der Bewegung deutlich erkennen. Tja, und wenn ihr die Lipizzaner mal in Aktion sehen wollt, dann müsst ihr in die spanische Hofreitschule kommen. Nach Wien. Genau. In der spanischen Hofreitschule kann man dann die Kunststücke der ausgebildeten Hengste bewundern. Nur dort wird seit über 450 Jahren die Hohe Schule der klassischen Reitkunst gezeigt. Aber noch ein Wort zum Burggarten. Dieser ist öffentlich zugänglich und viele Wiener nützen die weitläufige Parkanlage vor allem während der Sommermonate als Erholungsgebiet, aber auch als Open-Air-Büro, Spielwiese oder Imbissplätzchen. Natürlich eignet sich der Burggarten auch für verrückte Selfies. Na, kleiner Mann, wohin marschierst du so zielstrebig? Tja, die meisten Touristen eilen aber zuallererst zu Wolfgang Amadeus Mozart. Nein, das ist der Falsche. Hier sehen wir den Richtigen. Zumindest sein Denkmal. Na, Sonny, wie wär's mit ein paar zusätzlichen Infos? Boah, ich sag's euch, es ist so heiß, aber die Pferde, oh, wirklich süß. Schon verstanden. Alles muss man selber machen. Also, der Burggarten wurde in den Jahren 1818 bis 1819 unter der Mitarbeit von Kaiser Franz I. angelegt und 1848 von Kaiser Franz Joseph I. zu einem Landschaftsgarten umgestaltet.
Dieser liebevoll gepflegte Park erstreckt sich über eine Fläche von etwa 38.000 Quadratmeter. Das ursprünglich von Ludwig van Remy entworfene Glashaus trägt immer noch den Namen Palmenhaus, dient heute aber den hungrigen Stadtbewohnern als Restaurant. Das hier ist übrigens die Rückseite der österreichischen Nationalbibliothek, die bereits im Jahr 1368 als kaiserliche Hofbibliothek gegründet wurde. Darüber könntest du auch mal eine Reportage machen, oder? So, ich glaube, es wird langsam Zeit, wieder nach Hause zu gehen, denn die Pferdchen müssen auch schlafen. Ich wollte eigentlich eine Antwort bezüglich einer Reportage über die Nationalbibliothek, aber okay. Die zauberhaften Pferdchen hatten nun eine Stunde lang Gelegenheit, die Menschen im Burggarten näher kennenzulernen und können nun mit vielen neuen Eindrücken zurück in ihre Stallungen traben. So, das war's. Weg sind die Pferde und ich gehe auch nach Hause. Tschüss! Solltet ihr also gerade in Wien sein, dann habt ihr noch bis 29. Juli Zeit, die Lipizzaner zu bewundern. Von Dienstag bis Samstag, 17 bis 18 Uhr.